Super niedlich. Anfassen. Es ist Vlog-Time! Röckchen, es ist auch Vlog-Time! Mich nervt das Licht so extrem, ich mache das jetzt hier erstmal runter. Morgen sieht das jetzt hier also richtig geil aus. Und jetzt geht es sich darum, das wieder schön sauber zu machen. Beide Terrorlöffel sitzen gerade im Käfig und auf dem Pott, wie wir das da sehen. Seht das Chaos einer Nacht mit zwei Nienchen. Unglaublich. Was die beiden hier veranstalten, ist übrigens ganz normal für Kaninchen, nur Bröckchen ist halt ein absolutes Psychoterror-Löffel-Ding. Und ich werde jetzt beide hier säubern. Gefüttert wurden sie schon, aber das mache ich halt jeden Morgen. Und ich bin stolz, einige haben in den Kommentaren geschrieben, dass ihre Nienchen nicht so stubenrein sind. Aber ihr seht mit Bravo und total süß. Das Bröckchen, das auf jeden Fall ist natürlich auch kahl. Wir haben auch hier noch ein Klöchen, so ein Nektolettchen und mal im Vergleich da. Und da sehen wir auch schon den Größenunterschied. Kannst du auch jetzt mal, also jetzt bist du extra nur süß, weil ja gerade der Vlog läuft. Ist natürlich klar. Kommenden Hamsterutensilien sind dann auch hier verstaut. Ich möchte das schön alles zusammenmixen, weil im Grunde tut sich jetzt nicht so viel darunter, wenn die jetzt auch zum Beispiel Heu bekommen oder dann die ganzen Kräuter, die ich dann hier habe und nochmal extra aufbewahre. Klar, es würde ein Update geben, weil alle sagen, oh, ich möchte unbedingt wieder ein Futterzubehör-Update haben, weil ich musste mich ja auch hier gezielt verkneinern. Aber sauber machen erstmal hier im Pott und mit dem ganzen Streu. Na Babys, freut ihr euch? Jetzt werdet ihr erstmal wieder sauber gemacht, ne? Ihr könnt das ja auch mal selber erledigen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Karl das nicht schafft. Aber Bröckchen, die hat ein Talent dazu. Die schwimmt den Besen auch selber, oder? Genau so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das Toilettenstreu wird jetzt hier wechselt und das habe ich jetzt hier alles mal aufgehoben. Das mache ich nämlich immer einzeln, bevor dann der Staubsauger zum Einsatz kommt. Die haben auch einen eigenen Staubsauger hier. Muss man sich mal vorstellen. Und dann wird hier der Teppich wieder sauber. Das ist ein Eimer. Den hast du gerade auch schon gut. Achtet daran, hat sich nichts geändert. Und da muss ich jetzt gleich hin, weil ich jetzt sauber machen muss. Ja, da sind eure Sachen drin. Neues Heu. Oh, warum regnet das da unten? Das verstehe ich nicht. Aber es ist lecker. Und es kitzelt an den Ohren. Ugh. Damit die beiden Löffel jetzt gleich auch widerstandslos in dem Stall bleiben, gibt es eine leckere Kräutermischung, weil die sich beide immer drum kloppen. Habt ihr ja auf Instagram gesehen. Wenn nicht, dann folgt mir da. Da poste ich nämlich immer wieder was. Und dann können sie auch beide gleich kurz eingefärcht werden, damit der Rest hier abgesaugt wird. Und dazu kommt Brennnessel. Das lieben die nämlich auch total. Ich habe, glaube ich, nicht gelogen. Die beiden sind da so geil drauf wie eine Möwe auf Pommes. Wenn ihr schon mal am Strand wart, ihr wisst, wovon ich rede. Das ist der reinste Horror mit Möwen. Ein bisschen Stroh müsst ihr ja da noch drin haben, Leute. Das muss jetzt eben noch Vorrang haben. So ganz spärlich will ich nämlich nicht, dass sie immer hier oben sind, weil ist ja Karls Lieblingsstelle da an der dunklen Seite des Geheges. Saros, hust, hust. Und das ist so dann auch schon besser. Ihr wartet schon, ihr wisst ja, glaube ich, genau, wie das hier immer. Ja. Du solltest auch erst anfangen, wenn deine Schwester mit dabei ist, sonst ist es ein bisschen unfair. Ich mache dann jetzt zu, weil dann geht das. Da, ihr seht, dass das Gefräse los. Ja, der Horror. Horrorlöffel Nummer 1, Horrorlöffel Nummer 2. Schatz, ich hab dich auch lieb, aber du musst nach oben. Ich muss jetzt hier zumachen, weil ich muss saugen. Oh, zu. Und zu. Ich weiß noch nicht, ob du das gecheckt hast, aber deine Schwester frisst gerade oben den ganzen Kräuterabfott auf. Das geht nicht. Du musst da jetzt erstmal schnell gucken gehen. Vielleicht checkt ja mal gleich. Jetzt haben wir hier zwei Löffel, die endlich gecheckt haben, dass es was Leckeres gibt.
darf ich vorstellen, der Hupala Kaninchensauger. Tada! Es ist sauber! Was ist hier überhaupt los? Tote Hose? Bling! Oh, bling! Ich mach mal Licht an. Das hier sind die restlichen überlebenden Schnibbelschwabbels meiner Schnibbelschwabbels. Und da hinten natürlich da und da. Und generell aber ein Einzelvideo zum Aquarium und Spike und ohne Zahn kommt ja noch. Hier sehen wir auch alles sauber. Jemand in den Kommentaren. Oh, an deinem Zimmer! Da muss es ja unheimlich... Karl, tut mir leid. Da muss es ja unheimlich riechen wegen den Kaninchen. Tut es nicht. Wenn man regelmäßig Tiere säubert, ordentlich normal lüftet, finde ich, riecht es in keinen Haushalt. Weder nach Hund oder nach Katze oder nach Kaninchen oder nach, keine Ahnung, nach Mäusen selbst, wenn man sie regelmäßig sauber macht, weil die sind schon geruchsintensiv. Das ist doch alles immer eine Frage der Haltung. Jetzt räume ich hier nur eben die Sachen weg. Das jetzt hier, das hier, die hinteren. Gehört zu den Menschen, die immer nicht ihren Kalender manchmal im Blick haben. Also von den Kaninchen auf jeden Fall nicht. Ah, das ist so süß. Das sieht aus wie ein Bröckchen. Nur in normal Marder. Das ist, glaube ich, Marder. Oder, ja, was ist das? Es ist ein Kaninchen, natürlich. Aber welche Farbe? Groß Silber? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall total süß. Hier müsste ich eigentlich auch noch aufräumen. Das mache ich aber in meinem Furry-Kanal. Weil das ja mit meiner Fursuit und am. Ja, ihr kommt ja gleich raus. Ich muss doch kurz nur drehen. Hier ist immer Chaos. Also nicht vergessen, hier ist aufgeräumt, hier ist Chaos. Das ist meine Arbeitsbaustelle. Jetzt Schwibbelschwabbels füttern. Und zwar mit dem Mini Junior. Das fressen die am allerliebsten. Es regnet Futter. Guten Appetit. Auch wenn ihr mich überhaupt nicht hört. Das Häuschen stelle ich jetzt passend hin, denn... Hier wird dann oben offen gemacht. Die springen immer sehr gerne von da aus hier runter. Man sieht, Karl wartet. Ich werde jetzt dann natürlich wieder die Pforten öffnen. Jetzt habe ich das natürlich zu sehr da dran gestellt. Auch gut. So. So. Und so. Jetzt habt ihr wieder den ganzen... Ich hole mal euer Spielzeug hier raus. Das Futter kann da drin bleiben. Und... Hier ist natürlich nicht so Stein drunter. Das ist nur der Laminat, den hatten wir ja vorher schon im Gehege. Damit die da einen besseren Griff drauf haben, weil hier, das ist hier kein Laminat. Das ist PVC. Das ist hier Laminat. Denn wenn die sonst da drauf rumhoppeln, das ist einfach zu rutschig. Und auf der Fläche, sonst würden sie gar nicht erst da hochgehen. Ich meine, gut, der Käfig sieht schon ein bisschen demoliert aus der Stall, aber es sind also keine Nagetiere, laut des lateinischen Wortes, aber Kaninchen nagen halt gerne. Und schaut euch das an, die können sich jetzt hier wieder, wenn sie Bock haben, den ganzen Tag drüber so aufhalten. Ich muss noch frisch Wasser wechseln und dann sind sie fertig bis heute Abend oder heute Nachmittag, weil dann gibt es neues Futter. Wartet doch mal ein. Ich habe gesagt, wartet mal heißt nicht dann sofort da dran gehen, okay? Ein bisschen auch höflich sein. Ich habe gesagt, höflich sein. Wie hat man euch erzogen, ey? Hier noch die paar Reste rein. Und zack, so fängt mein Kaninchen. Bröckchen macht nom 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 und es sieht so süß aus. Und da kommt Karl. Möchtest du auch etwas von dem Futter haben? Oder möchtest du lieber an meinem Fuß riechen? Ist beides toll, aber da ist Essen. Geht's deiner Schwester? Ja? Ja, er frisst auch. Sie ist immer so einnehmend. Da bleibt manchmal für ihn nichts über. Und jetzt sind beide so süß. Ich suche jetzt mal die Katze. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Mal gucken. Hero! Pedro? Nein, da ist er nicht. Okay. Ah, da bist du. Da. Im Gestrüpp. In einem Nest. Hi. Der Prinz. Bettet sich nur exquisit mit irgendwelchen Ästen. Hm? Der hat gerade so keinen Bock auf mich. Dann lasse ich ihn mal in Ruhe. Oh, ohne Zahn sieht so schön aus. Und die ist so groß. Oh, kommt richtig
geil zur Geltung mit dem Bodenkies. Gravel, ist ja kein Kies. Gravel. Oh, du bist so wunderschön. Und du bist schon fast 5. Ja, du bist schon fast 5, ey. Meine Güte. Was wollt ihr denn? Oh, wo ist er? Ja. Ja. Du weißt schon, dass mir das Pikachu leid tut. Ja. Boah, die eine Kraft. Ja, wo ist er? Aber dafür sind vielleicht alte Stofftiere gut. Vor allem, wenn der Hund sie eigentlich so sehr liebt. Aber es ist ein tolles Reisspielzeug. Und es hält noch gut. Noch. Boah. Noch. Das ist doch auch gutes Training für dich. Ja. Es ist muskelstärkend. Boah, die Kraft. Ja! Du musst dir das dann auch mal geben. Ja! Da. Ja! Haha. Mein Pokédex erfasst ein neues Pokémon. Ich glaube, die sind kaputt. Aber sie können immer noch. Aras Limit existiert nicht. Nee. Es ist einfach. Immer sportlich, immer da. Mehr laufen, mehr machen, ne? Mausi. Du wolltest so Ball spielen und du wolltest so hetzen. Das war deine Entscheidung. Und dann ist doch dein Yoshi, der ist noch unverschont. Pikachu muss daran glauben. Ich weiß nicht, welche nächste Figur wir da nehmen sollen.